Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Waffenreview. Ich bin's wieder, TivusRP, und diesmal geht's um die Pinhead SS2. Ja, woher man sie bekommen kann, ist ganz klar aus dem Item Store für GP. So sieht sie auch aus, ein bisschen billig, ein bisschen nach einer M16A2. Das ist auch eine modifizierte M16A2 oder eben halt der Basic aus der M16A2. So ist es auf jeden Fall in der Beschreibung, könnt ihr auch nachschauen im Item Store. Und ja, für 45.000 GP hat jeder zweite, denke ich mal, oder kann man eben halt durch GP oder ZP Crates eben halt ein bisschen GP dazu gewinnen. Je nachdem kann sich jeder x-beliebiger holen. Also ist wirklich nicht viel, 45.000 GP. Naja, gut, ist eine normale Rifle, also ganz üblich, ist ein Wiener AK, M16A2. Das ist natürlich der Basic dessen, M16A2. Und ganz üblich, Damage und so alles ist fast identisch. Reload Time ist 2,6 Sekunden. Total Bullets hat sie 120 und damit 30 zu 90 im Magazin. Ja, Damage macht sie auf den Kopf natürlich 100 Damage auf jeglichen Distanzen. Von der Close bis Midrange macht sie ungefähr 30 bis 36 Damage. Auf die Füße macht sie eben halt dann 19 bis 21 Damage. Gut. Viel kann man gar nicht dazu sagen. Auf jeden Fall, was eigentlich nicht üblich an dieser Waffe ist, ist, dass sie glänzt, wenn man sie auf den Boden wirft. In der Hand ist sie matt, warum auch immer, aber wenn man sie hinwirft, glänzt sie auf einmal so ein bisschen silberschimmig, so wie eine Liquid ein bisschen. Zudem ist es noch ein bisschen ganz witzig, der Name Pinhead SS2, was soll das bedeuten? Auf jeden Fall wird sie irgendwie in einem internationalen Land benutzt oder sonst wie was, nationalen, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, hatte ich nur noch im Kopf so. Auf jeden Fall, ja. Ist eine ganz normale Rifle, wiegt auch wie eine AK oder eben halt wie eine M4X-beliebige Rifle und es differenziert sich eigentlich nicht. Also ist ganz witzig mit der zu spielen. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, die euch mal zu holen oder eben halt auf dieser Test-Map eben halt anzuspielen. Ist ganz witzig, also ihr seht auch schon im Video. Ich mache jetzt nicht unbedingt Double Kills so oft oder Multikills oder sonst wie was. Aber na gut, man kann sie sich einfach mal holen oder eben halt für die Sammler ganz gut. Und zudem, was auch noch außergewöhnlich ist, mit Rechtsklick macht sie natürlich nichts. Naja, nicht außergewöhnlich, aber das hätte man sich bei der G36 oder eben halt bei der XM8 oder sonst wie war bei der Scarlite Heavy gewünscht, dass sich der Klappschaft da zu nutzen macht. Und zwar, ihr seht es schon, wenn man die Waffe rausholt, wenn man ganz genau hinschaut oder eben halt Slow Motion, dann sieht man, dass die Waffe einen Schaft hat, der ausklappbar ist. Und das ist ganz witzig, also hätte man sich eher bei anderen Waffen eben halt schon gewünscht. Aber Crossfire macht ja so einen Schnickschnack-Teil. Auf jeden Fall Dankeschön an LB Boss, dass er mich getötet hat und natürlich die Stats aufgenommen hat, also den Damage-Test. Und ja, bis zum nächsten Mal. Liked es, favorisiert es, lasst einen Kommentar da und teilt es mit euren Freunden. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann, it's T-Time, Bitch.